Herr Jessen, hast du häufig Schmerzen im Sitzen? Hast du Schmerzen, wenn du die Schuhe zubinden willst? Oder hast du häufig das Schmerzgefühl, an sich durchzubrechen in der Mitte deines Körpers? Wenn du lange Auto fährst, ja, kommst du dann gut aus dem Auto oder ja, tut das Ganze höllisch weh? Kannst du lange schlafen oder nicht so gut lange liegen? Alles wichtige Fragen im Kontext Rückenschmerzen. Herzlich willkommen zu Physio meets Neuro, der Thematik, die zwei Welten miteinander verbindet. Physiotherapie im Allgemeinen, Hands-on-Techniken mit der Neuroathletik, was ganz spannende Themen sind, die wir jetzt ein wenig erörtern und erläutern wollen, wo Schnittmengen sind und wo auch die Stärken aus beiden Systemen liegen, die wir dann auch optimal entsprechend miteinander verbinden können. Wenn wir uns anschauen, wie Schmerz eigentlich entsteht, ist es sehr wichtig zu verstehen, dass das zentrale Nervensystem Schmerzen als Aktionssignal einsetzt. Eigentlich ist es eine Sache, die sehr kurzfristig dazu führen soll, dass wir unser Verhalten verändern. Unser Nervensystem wertet 24/7 aus allen möglichen Rezeptoren, die wir haben, Informationen aus und bewertet auf Basis dieser Informationen, ob die aktuelle Situation sicher ist oder nicht. Wenn es diese Frage mit "Es ist nicht sicher" beantwortet, ja, dann ist Schmerz oft ein Ergebnis dieses Verarbeitungsprozesses im Sinne von "Irgendwas ist nicht ganz klar. Du musst bitte etwas verändern." In Bezug auf Rückenschmerzen ist es so, dass es zum Beispiel so sein kann, dass wir Sensorik aus dem Bereich ja, nicht optimal aufnehmen können ja, oder gewisse Rezeptoren nicht sauber arbeiten. Deswegen das Gehirn an der Stelle sagt, ich kann hier die Lage nicht ganz bewerten und Schmerzen als Veränderungssignal einsetzt. Das Gleiche gilt für zu wenig Rezeptor-Input aus Gelenken und Muskeln und so weiter. Ja, also wenn wir uns zu wenig bewegen in dem Bereich, kann das ebenfalls dazu führen. Weitere Sachen sind die Übertragung der Daten, die gut gewährleistet werden muss. Sprich, periphere Nerven als auch das Rückenmark müssen die Daten gut und sicher nach oben an die Schaltzentrale weiterleiten, damit die am Ende ihren Job entsprechend ausführen kann. Wenn wir hier Datenverluste haben, führt das ebenfalls sehr häufig zu Schmerzen als ja, Aktionssignal für eine Verhaltensänderung, damit ich hier aktiv werde, um letztendlich die Probleme selber aktiv angehen zu können. Für uns Physiotherapeuten bedeutet das im Kontext zum Schmerz oder zum Rückenschmerz im Allgemeinen, dass wir aus der Lehre heraus eigentlich lernen, das Nervensystem, das Muskelsystem, vielleicht auch das Bindegewebssystem auch einzeln zu betrachten, selten aber wirklich im Kontext einer Struktur aufbauend entsprechend eben zu bedienen und dort Techniken hinzuzunehmen, das heißt von der klassischen Dehntechnik hin zu einer klassischen manuellen Technik, eben auch darüber hinaus sich Gedanken zu machen, wie kann ich entsprechend als Physiotherapeut Techniken dazu kombinieren. Also nicht zwischen Schwarz und Weiß, entweder oder zu entscheiden, sondern zu sagen, ich kann meine Dehn, meine entsprechenden manuellen Techniken machen, aber ich kann eben auch unmittelbar mit dem Gehirn, mit dem zentralen Nervensystem und eben auch dem entsprechenden Input, Output daraus resultierend arbeiten und vielleicht auch andere Erfolge erzielen. Zum Thema Rückenschmerz, wenn wir das Ganze betrachten, haben wir natürlich in der Physiotherapie unendlich viele Ursachen, Möglichkeiten, Testungen. Natürlich haben wir diese Lendenbecken-Hüftregion, alles hat Einfluss, auch biomechanisch, vom Zwerchfell angefangen, über die Hüfte, über die Lendenwirbelsäule selbst, degenerative Veränderungen und so weiter und so fort. Das heißt, nur als Beispiel und hier eben entsprechend dargestellt für den Bereich der Maßnahmen, die wir auch gleich durchführen, des peripheren Nerves oder des Verlaufes im Rahmen einer zum Beispiel L5-S1-Symptomatik des Nervus ischiadicus, können wir also ganz klassisch wie auch den Lasik-Test durchführen. Das bedeutet, wir nehmen die Ferse, das Bein kann schon locker hängen, im Zweifelsfall kann ich das Ganze auch noch mit fixieren und führe das Bein hier in die Längenposition hinein. Natürlich sind dann oft schmerzhafte Symptome schon ab 30, 40 Grad spürbar. Das Ganze kann ich dann natürlich immer, das gilt grundlegend für alles, im Seitenvergleich machen, aber kann mir auch über diese Form natürlich eben entsprechend einen Widerstand testen. Bei ihr ist das natürlich jetzt in dem Fall neurogen völlig unauffällig, aber merke schon mal, dass auf jeden Fall ein höherer Widerstand, auch wenn er natürlich entsprechend weit ist in diesem Straight Leg Raise in der Position, dann auf der rechten Seite entsteht. Das kann entsprechend ein Hinweis sein, muss es nicht. Natürlich eben, wie gesagt, gibt es ganz viele unterschiedliche Tests, die wir dazu ergänzen können, in Abwandlung zu allen therapeutischen Möglichkeiten, ob es dann eben funktionell noch die Bewegungsausmaße sind etc. Dieses ist jetzt ein Beispiel dafür, wie wir den Bereich des peripheren Nervens eben testen können, um jetzt dann eben auch gleich reflektieren zu können, welcher sensible Reiz entsprechend einen Effekt eventuell auf dieses Gebiet, auf den Schmerz oder die Bewegungseinschränkung oder auch die Performance zeigt.
Auf Basis jetzt aufbauend in Bezug zu dem Test, den wir gemacht haben, können wir natürlich auch in Form von Physiotherapeuten, werden es kennen, Bragar, Neri, den SLAM-Test, alle möglichen Neurogen-Tests oder eben auch entsprechend weitere Tests durchführen. Wenn wir jetzt in die Anwendung, in die Testung, in die direkte sensible Testung kommen, dann wollen wir natürlich eben auch alle Rezeptoren abdecken. Das heißt, wir haben Kälte, wir haben entsprechend Wärme, wir haben das Ganze eben über Vibration, über Berührung, sowie dann eben auch mit Spitz-Stumpf zu kombinieren, um zu schauen, ob es im Seitenvergleich, das ist immer entscheidend, entsprechende Unterschiede in der sensiblen Wahrnehmung gibt. Dabei ist schon wichtig zu sagen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Provokationstest, ja, als Pre-Post-Test nehmen kann und sagen kann, es gibt einen spezifischen Test, der für Sie jetzt passend wäre, für eine Schmerzsymptomatik, dann kann ich den natürlich wunderbar vorab machen und natürlich muss ich ihn nach jeder einzelnen Maßnahme, wenn ich entsprechend mit Spitz-Stumpf teste, wieder testen, dann mache ich eben die Vibration, teste wieder. Das heißt, ihr wollt natürlich ein Ergebnis erzielen, wo gibt es entsprechende Unterschiede. Für die Sensibilität ist dann wichtig zu wissen, dass ich natürlich entscheiden muss und auch testen muss und herausfinden muss, gibt es im Seitenunterschied eine vielleicht hypersensible Reaktion oder gibt es eben auch eine verminderte Wahrnehmung. Beides wäre entsprechend abweichend der Norm oder der eben entsprechend anderen Seite. Und das ist wichtig, jetzt auch abzuspeichern, dass dann die Maßnahme sozusagen, die wir wählen, also den Reiz, den wir wählen, dann entsprechend auch für das Gehirn das richtige Tool, der richtige Reiz ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit Spitz beispielsweise anfange, dass im Seitenvergleich, wie Sie im Bereich des Rückenschmerzes hier Ihre Wahrnehmung entsprechend im Seitenvergleich hat, auch das Ganze entsprechend hier auf Stumpf testen kann, wie die Wahrnehmung hier in diesem Bereich ist, dann kann ich meinen Test machen. Das Ganze kann ich über leichte Berührung, wie hier mit einer Art Pinsel entsprechend durchführen, links wie rechts. Dann kann ich dasselbe entsprechend eben ausführen über die vibratorischen Reize in den Bereichen, wie die Wahrnehmung hier erfolgt. Über beispielsweise ein solches Tool im Seitenvergleich rechts zu links und in letzter Instanz exakt genauso das Gleiche über entsprechend Wärme in dem Gebiet zu applizieren oder auch über ein entsprechendes Kühlpack mit Kälte. Angenommen, die Problematik so wäre jetzt auf der rechten Seite eine Schmerzproblematik oder auch in dem Test positiv auf der rechten Seite vorhin ausgefallen. Das heißt, wir hätten eine Art zum Beispiel pseudoradikuläre Symptomatik im Bereich des Rückens und hier entsprechend eine beispielsweise verminderte Wahrnehmung, also eine Abweichung entsprechend zur anderen Seite. Und sie hätte jetzt sehr, sehr gut auf den Reiz spitz reagiert in dem entsprechenden Posttest, dann ist genau das meine Maßnahme, um dem Gehirn entsprechend eben auch diesen Reiz zu geben, das Ganze wieder als sicher zu bewerten und kommt, wie auch Yasin schön gesagt hat, Sicherheit entsprechend zurück. Als Interpretation erfolgt entsprechend eben auch eine Schmerzmodulation und eine Bewegungsoptimierung. Das heißt, mein Reiz wäre entsprechend hier in diesem Beispiel genannt als Maßnahme mit einem Spitzreiz in diesem Gebiet zu arbeiten. Für den Übertrag in die Praxis des Physiotherapeuten bedeutet das natürlich, wir müssen das nicht alleine machen, sondern der Patient oder entsprechend Athlet kann das natürlich auch selbst machen. Ein Beispiel davon, wie zuletzt bei mir in der Reha ein Profifußballer, der entsprechend eine Teilruptur des Innenbandes am Knie hatte, in gleichem Format getestet mit einer spezifischen Schmerzprovokation, die er ausgeführt hat. Wir haben alle Rezeptoren getestet und dabei festgestellt, dass entsprechend der Reiz spitz für ihn das Ganze eben in der Bewegungsform, in dem Bewegungsschmerz deutlich verbessert. Und damit hatte er den Auftrag, das entsprechend über einen Spitzenreiz am Knie täglich selbst durchzuführen, was für uns dann am Ende natürlich auch das Leben als Therapeut leichter macht und tendenziell uns auch einen schnelleren Erfolg ermöglicht. Nachdem Berenger jetzt gerade die Sensorik am Rücken getestet hat, werden wir uns jetzt im weiteren Verlauf das Rückenmark als auch die peripheren Nerven, die da rauskommen, genauer anschauen. Ja, weil natürlich auch ein Rückenschmerz mit peripheren Nerven, also mit dem Rückenmark, dass die Daten übertragen muss, zusammenhängen kann. Ja, also angenommen, hier findet keine gute Datenübertragung statt, kann es sein, dass das Nervensystem deswegen ein Aktionssignal in Form von Schmerzen erzeugt. Ja, um zu gucken, ob jetzt quasi ein Nerv betroffen ist, machen wir einen Krafttest für Muskulatur, die von diesem Nerv innerviert wird und schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Einmal bitte das Bein strecken, ja, und kleinen Zeh Richtung Knie.
richtig schön nach oben in die E-Version. Du hältst, ja, ich drücke runter, ja, und ich kriege sie hier sehr, sehr leicht. Das sollte nicht der Fall sein. Eigentlich sollte ich mich hier drauf stützen können mit dem gesamten Körpergewicht und sollte sie nichts bewegen. Großer Zieh bitte nach oben Richtung Knie, ja, und du gibst Gas. Und auch hier kriege ich sie relativ einfach, was nicht der Fall sein sollte. So, bitte einmal den Fuß in die E-Version, Knie strecken. Komm mit einem geraden Rücken so weit nach vorne, bis du ein Ziehen in der Beinrückseite von einer 3 bis 4 merkst. Okay, BWS bitte noch ein bisschen einrollen. Nimmt der Zug zu. Okay, wir wollen maximal eine 3 bis 4, sonst richte ich wieder einen Ticken mehr auf. Okay, wir fangen jetzt an, erstmal mit dem Sprunggelenk. Alles bleibt gleich, Sprunggelenk strecken, also der Zug geht weg und geh wieder rein. Wir mobilisieren jetzt aktiv ein wenig die Nerven durch. Knie beugen und strecken, Fuß bleibt oben. Okay, Oberkörper ein bisschen aufrichten. Und wir wollen jetzt den Fokus um wieder reingehen, ein wenig aufs Rückenmark lenken. Wir arbeiten ja prima am Thema Rückenschmerz. Ja, und wir können hier quasi am Nervensystem von unten als auch von oben ziehen, wenn man so möchte. Das ist ja eine, wie so ein Spinnennetz, das zusammenhängt. Und BWS bitte aufrichten und zurückgehen. Wenn du nach vorne gehst, wird es wahrscheinlich weniger. Ein paar Mal rein und raus. Okay, und ein paar Mal bitte ja, ja machen mit dem Kopf. Ändert sich dadurch das Spannungsgefühl im Fuß? Okay. Einmal ganz kurz lösen, einmal durchschütteln. Auch das Bein bitte. Und wir wiederholen jetzt den Krafttest und schauen mal, ob sich hier durch eine Funktionsveränderung ergeben hat. Kleiner Zeh nach oben, gib Gas. Ja, und das ist auf jeden Fall wesentlich stärker. Großen Zeh bitte nach oben in die Mitte. Also in die Inversion, gib Gas. Ja, und auch hier kriege ich sie nicht mehr. Also hier ist auf jeden Fall mehr muskuläre Spannung da. So, natürlich ist jetzt für uns interessant im Thema Rückenschmerz, wenn wir den Nerv, der quasi oben aus dem Rückenmark rauskommt, ja, der Ischias verzweigt sich ja dann in die verschiedenen Äste, wenn wir den durchmobilisieren, ja, und wir schauen uns das Thema Rückenschmerzen an, ob jetzt wirklich auch das Schmerzsignal im Rücken weniger geworden ist. Darum geht es ja letztendlich. Ja, und das wäre eine Möglichkeit, es aktiv zu machen. Was hieran schön ist, ist natürlich, dass wenn wir herausfinden, dass genau diese Übung ihr dabei hilft, dass sie das auch alleine zu Hause machen kann und natürlich auch vor Belastung machen kann, wo es letztendlich dann in der Regel im Alltag vielleicht auftritt. Also konkret bedeutet das für dich, ja, wir können über die Fußstellung letztendlich relativ genau steuern, welchen Nervenast im Bein wir wählen. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel den Fuß auf die Ferse stellen und hier rüber gehen, ja, dann ist der Zug eher hier und wir mobilisieren den Fibularis, der letztendlich auch den Tibialis mit innerviert, also den Muskel. Wir können den Fuß hier nach oben in die Eversion bringen, damit haben wir eher die Tibialis-Dehnung. Und wir können den Fuß auf eine Außenkantung in die Streckung bringen, da haben wir eher den Suralis-Ast. Wir ziehen immer, egal welche davon wir machen, am gesamten Nervensystem. Ja, und ich mache es an der Stelle immer sehr pragmatisch. Ich fange mit dem Nerv an, der spezifisch das Gebiet versorgt. Wenn es der nicht ist, nehme ich die anderen Fußnerven oder die anderen Beinnerven an der Stelle mit ins Boot. Und einer von denen ist meistens der, der an so einer Stelle das Problem, ja, relativ gut mitbehebt. Ja, also wir haben über solche Techniken einen Zug am Gesamtsystem und entsprechend natürlich auch die Kette rauf auf den Rücken, wenn wir hier spezifisch ein Thema haben. Zum Thema Rückenschmerz haben wir natürlich auch myofaszial entsprechende Strukturen, die wir in der Physiotherapie häufig behandeln. Ein klassischer Übeltäter in dem Bereich ist natürlich der Quadratus lumborum, der entsprechend von den Querfortsätzen der Wirbelsäule, der gesamten Lendenwirbelsäule zum entsprechenden Beckenkamm hier nach außen laufen und den Übergang auch in die sogenannten Iliolumbalbänder entsprechend mitnimmt, die dann natürlich eben entsprechend gerade zur Verbindung L4 und L5 dort wie auch in dem Beispiel benannt, wo wir ja die häufigsten Bandscheibenvorfälle oder eben auch neurogenen Probleme haben, mit L4, L5, L5, S1 dementsprechend eben auch Auswirkungen haben kann. Also rein aus myofaszialer Sicht ein Gebiet, was wir natürlich eben entsprechend behandeln wollen. Das Ganze kann ich wunderbar aus Bauchlage heraus oder hier auch aus der Seitlage machen. Jetzt für die Aufnahme zeige ich das entsprechend aus dieser Position. Ich persönlich würde natürlich Tendenz eher von der Rückseite arbeiten, aber auch das bleibt jedem überlassen. Ob ich dann hier das Ganze mit dem Daumen oder entsprechend auch mit übersetzten Fingern mache, ist euch überlassen. Wichtig ist, dass ihr euch den Beckenkamm entsprechend sucht und hier auch immer wieder mit einer Annäherung entsprechend arbeiten könnt. Aus dem Gebiet heraus kann jetzt schon der entsprechende Bereich gefunden werden, indem ich auch zum Beispiel ihr sage, sie möge bitte den Beckenkamm entsprechend
hochziehen zur Schulter, dann spannt der Muskel an. Genauso kann ich natürlich entsprechend sagen, komm mal mit dem Oberkörper leicht nach oben in die Seitneigung und auch dort spüre ich den Muskelrand. Aus dem Bereich in Richtung Druck der Querfortsätze kann ich diesen Bereich jetzt ausarbeiten und eben entsprechend mobilisieren, kann es mit direkten Drucktechniken machen oder entsprechend eben auch hier über Daumen oder eben die anderen Finger mobilisieren, dynamisch sowie auch zum Beispiel in Form eines Triggerpunktes halten. Das kann ich entsprechend wie hier einfach über die ischämische Kompression machen. Das bedeutet, ich nehme den Muskelrand, suche mir den Triggerpunkt und halte diesen Druck. Und genauso kann ich das dann entsprechend auch rein faszial über das Becken einstellen und entsprechend schauen, wo die Spannung nachlässt. Infolgedessen, wenn ich das muskulär und faszial ausgearbeitet habe, dieses Gebiet, kann ich daraus auch wunderbar noch in die Dehnung gehen. Dazu kann ich den Bereich der Lendenwirbelsäule unterlagern, um die Dehnung noch ein wenig zu erhöhen. Das ist optional. Wichtig ist vor allem, wenn ich es indirekt aus der Seitlage heraus mache, dass das Bein natürlich hier nach hinten in die Länge kommen muss. Das bedeutet, wir bringen Zug aus dieser Richtung auf das Gebiet myofaszial und hier entsprechend über auch ruhig eine leichte Rotation des Oberkörpers mich hier in die Länge ziehen kann, vielmehr sie sich in die Länge ziehen kann, bedeutet auch, dass sie jetzt versucht, diese Länge maximal zu generieren als Eigendehnung. Das Ganze geht natürlich auch in der Form, dass ich das dann über eine solche Position als Dehnung entsprechend intensivieren kann und den Beckenkamm nochmal mit nach unten schiebe und sie in die Seitneigung und Rotation hier rüber ziehe. Das geht also in der Form einfach, manchmal auch entsprechend angenehmer, das über einen solchen Kreuzgriff zu machen. Optional, wie benannt, geht es dann, dass wir den Bereich der Lendenwirbelsäule hier noch unterlagern, damit wir noch mal mehr in eine Vordehnung hineinkommen. Nachdem gerade Berenger manualtherapeutisch am Quadratus Lumborum gearbeitet hat, ja, und hier letztendlich auch sensorische Informationen fürs Gehirn optimiert hat, gehen wir jetzt direkt an die Wirbelsäule. Ja, hierbei ist immer ganz wichtig, dass das Ganze schmerzfrei durchgeführt werden kann. Wir haben im Rahmen der Wirbelsäule sehr, sehr viele kleine Gelenke, die alle Gelenkflächen mit vielen Rezeptoren haben, deren Informationen wichtig sind, um beurteilen zu können, ob das Ganze ja, sicher bewegt werden kann oder nicht. Dafür machen wir jetzt eine Übung, die nennen wir Around the World. Ja? Und wir wollen hier wirklich möglichst viele Wirbelsegmente mitnehmen. Wir neigen uns jetzt komplett zur Seite, Kopf hängt, die Arme wandern die Beinseite runter, bitte ganz nach vorne runtergehen. Kopf hängt über die andere Seite nach oben, ja, ganz rauf und wieder zurück. Zweimal in die eine Richtung, ja, schön den Kopf hängen lassen. Ziel ist es wirklich, die Wirbelsäule maximal zur Seite zu neigen, jedes Wirbelsegment quasi mitzubewegen. Einmal die Richtung wechseln bitte, ganz weit über links, Kopf hängt. Ja, um letztendlich die Informationen, die die Rezeptoren in den Gelenken ja, erzeugen müssen, ja, quasi klarer darzustellen. Noch einmal. Ich kann die Bewegung natürlich kleiner machen, wenn Schmerzen auftreten. Ja, ich kann auch nur hier oben arbeiten. Ist wichtig. Ziel ist es, wie gesagt, möglichst viele Wirbel dabei aktiv zu bewegen. Wenn das schmerzfrei durchgeführt werden kann, super. Und dann kann ich natürlich danach gucken, alles klar, ist das Schmerzsymptom kleiner als vorher. Wenn das der Fall ist, ist es eine Übung, die ich im Alltag der Person auf jeden Fall regelmäßig einbauen würde, damit ich mich letztendlich schmerzfrei möglichst viel bewegen kann. So, wenn jetzt bei der Übung Around the World Einschränkung aufgrund von zu hohem Muskeltonus da ist, kann es helfen, dass wir zusätzliche Stimuli geben, damit die Bewegungsreichweite sich erhöht und wir letztendlich eigentlich mehr Rezeptoren reizen können. Zeig uns bitte noch einmal Around the World, gerade ohne Tools, ja, dass wir einmal sehen können, wie ist die Bewegungsqualität, wie ist die Reichweite. Denk dran, wirklich maximal zur Seite rüber zu gehen. Ja, und wir schauen uns jetzt wirklich an, wie weit ist die Seitneigung, komplett die ganze Runde bitte. Zwei, dreimal. Sie haben eben gesagt, dass sie rechts mehr Spannung merkt. Und an der Stelle bitte oben einmal ganz kurz bleiben. Wir fangen mit einer gelben Brille an. Dann bitte aufziehen. Und wenn sie jetzt das Gefühl dabei hat, alles klar, ich bin frei in der Bewegung, ja, dann kann sie die Bewegung bitte nochmal durchführen. Mit einer höheren Range machen. Ja, hat ein bisschen mehr Radius, reizt mehr Rezeptoren, mehr Informationen fürs Gehirn, was an der Stelle eine sehr positive Sache sein kann. Wie ist das für dich? Definitiv angenehmer. Okay, das wäre Werkzeug 1, einmal Brille runter. Und dann bekommst du von mir den Knochenschallkopfhörer. Bitte einmal vor die Ohren. Ja, einmal bitte richtig aufsetzen. Der Knochenschallkopfhörer überträgt den Ton, den sie gleich bekommt, quasi über den Knochen, nicht über den Hörkanal direkt. Und wir haben ja gerade gesehen, wie ihre Reichweite ist.
Ich gebe ihr jetzt ein bisschen Aktivierung auf beide Ohren. Ja, also es vibriert jetzt, es aktiviert das Gleichgewichtsorgan. Das hat sehr viel mit Muskeltonus und Bewegung zu tun und kann sich sehr, sehr förderlich darauf auswirken. Wie fühlt es sich an? Wieder einfacher. Also es ist freier, ja, und das ist eine Sache, die man bei vielen Leuten sieht. An der Stelle sind beides aber nur Werkzeuge, die ich ausprobieren muss. Gerade im Rahmen der Farbbrillen, ja, wir haben ja verschiedene Farben, muss ich einzeln durchtesten, welche Farbe für wen funktioniert, ja, damit ich letztendlich die richtige Entscheidung treffen kann. An der Stelle gilt natürlich, weniger Schmerzen, freiere Bewegung ist ein gutes Ergebnis. In dem Falle kann man diese Brille dann natürlich sehr gut im Training einsetzen oder bei der Übung, um diese Übung in einer besseren Qualität durchführen zu können. So, ein auch sehr häufiger Übeltäter im Bereich des Rückenschmerzes oder eben auch sogenannten pseudoradikulären Symptomen kann entsprechend der Musculus piriformis sein. Der hat natürlich entsprechende anatomische Besonderheit, weil er sehr nah des Nervus ischiadicus läuft oder entsprechend auch andersrum, wie man es deklarieren möchte. Der Abgang des Nervus ischiadicus und den Verlauf des Nervus ischiadicus, dabei passiert er ja entsprechend in der Regel den Piriformis entsprechend unter ihm hindurch. Ja? Das heißt, er läuft dann dementsprechend eben infrapiriform. Und läuft dann natürlich eben in manchen Fällen auch, so verläuft der Piriformis im Faserverlauf, der Ischiadicus steigt ab und in diesem Bereich kann er manchmal eben auch durch eine Muskellücke stoßen oder sogar doch oberhalb des Musculus piriformis eben verlaufen und dann hat er viel mehr Tendenz, entsprechend eben in Engpasssituationen zu kommen. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, dass wir diesen Muskel entsprechend bearbeiten wollen und müssen, gerade wenn wir eben, wie in den Beispielen genannt, vielleicht auch entsprechende Symptomatiken in dem Beinverlauf haben. Das bedeutet, um das Ganze für uns möglich zu machen, palpiere ich als Physiotherapeut, für mich ja kein Problem, für euch auch nicht, einmal die Sips und entsprechend eben das Tuber Ischiadicum hier unten und aus der Position kann ich auch gut übergreifen und suche mir in diesem Dreieck entsprechend den Trochanter Major. Aus dieser Position, wenn ich das so zusammenlege, ist ja quasi wie so eine Art Dreieck ergibt, kann ich mir relativ genau die Mitte suchen. Das ist dann im oberen Bereich der entsprechenden Po-Falte hier zu finden. Und dann weiß ich schon, dass hier von der Innenfläche natürlich des Sacrums des Kreuzbeins hier der Piriformis mit nach drüben läuft. Diese Kante hier oben, weil er dort ja auch ansetzt, vom Trochanter Major auf dieser Höhe, in diesem Verlauf, kann ich mir wunderbar palpieren und dann hier das Bein entsprechend nehmen. Ich würde jetzt auch eher tendenziell als Therapeut auf der anderen Seite stehen. Für das Video zeige ich es von dieser Seite, weil so muss ich für einen Druck ziehen eigentlich, ja, in Richtung Körpermitte. Das ist natürlich leichter, wenn ich mit meinem Körper eigentlich von entsprechend dieser Seite arbeiten kann und den Druck direkt applizieren kann. Egal, ob ich jetzt wieder die Finger nehme, den Daumen oder sonstiges, ich kann jetzt hier über die Rotation entsprechend klar nochmal palpieren, wo die Oberkante des Trochanter Major ist und arbeite hier mit dem Druck in Richtung Körpermitte direkt hinein und kann auch aus dieser Position nochmal sagen, sie möge doch bitte hier in die Außenrotation der Hüfte anspannen. Dann spüre ich unter meinem Finger entsprechend ein Muskelvolumen und kann differenzieren, ob ich mich in diesem Bereich befinde. Diesen Druck kann ich wieder als Triggerpunkt entsprechend halten. Ob ihr das so macht, ob ihr entsprechend euch auch, wenn ihr damit gezielt seid, das Ganze über den Unterarm, Ellenbogen einstellt, völlig euch überlassen. Wichtig ist, ihr geht in den spezifischen Bereich hinein und löst diesen Muskel. Natürlich ist es auch möglich, das Ganze durch das Paket der Gesäßmuskulatur hindurch zu machen, aber ich habe natürlich mehr Fleisch, mehr Bindegewebe, wo ich den Druck entsprechend durchapplizieren muss. Eine der Möglichkeiten der direkten Behandlung weiterführend kann ich dann entsprechend aus der Rückenlage heraus in eine Dehnung gehen. Das bedeutet, einmal in Rückenlage positionieren, jetzt nicht wundern, wir nehmen natürlich die andere Beinseite oder ich wechsle in der Beinseite dementsprechend auch, damit es gut sichtbar ist. Aus dieser Stellung heraus müssen wir wissen, dass der Musculus piriformis eine Bewegungsumkehr oder eine Funktionsumkehr hat bei ungefähr 60-70 Grad Hüftbeugung. Das heißt, wenn ich hier bin, was ich immer brauche, ist entsprechend Adduktion in der Hüfte. Das heißt, so bekomme ich entsprechend Zug auf das Gebiet drauf. Befinde ich mich jetzt hier unterhalb dieser 60-70 Grad Hüftbeugeposition, hat er also als Funktion die Außenrotation. Ich muss also die Innenrotation einstellen und kann jetzt über meinen Körper hier einen Druck entlang des Femurs applizieren, um hinten in Dehnung zu kommen. Die kommt an? Mhm. Kommt an.
einmal Piriformis. Das Ganze kann ich dann auch entsprechend so machen, dass ich in einer höheren Hüftbeugung bin. Adduziere wieder mein Bein. Das ist ganz entscheidend. Das Knie darf nicht hier außen sein. Es muss quasi die Körpermitte möglichst noch überkreuzen. Kann jetzt hier das Bein mit fixieren. Und ob ich das so anlege, manchmal auch angenehmer für den Patienten, entsprechend das Knie hier mit zu stabilisieren, und führe das Ganze aus der Adduktion entsprechend in die Außenrotation Beugung, kommt entsprechend auch als Zug wo an? Genau da soll der Zug hin. Das Ganze eben über Haltetechniken und auch als Möglichkeit natürlich unmittelbar als Eigendehnung entsprechend auch so auszuführen. Okay, zu allerletzt wollen wir jetzt noch den Thalamus ein wenig in seiner Aktivität fordern. Der Thalamus ist eine Filterinstanz, die sehr entscheidend dafür ist, ob wir Schmerzen wahrnehmen oder nicht. Das ist eigentlich die Instanz im Körper, die darüber entscheidet, ob Schmerzen letztendlich ja, das Wahrnehmungslevel erreichen oder ob das quasi rausgefiltert wird. Dafür gibt es im Rahmen der Neuralay-App von Arzt ja, die Funktion Rücken identifizieren. Hier wählen wir jetzt 30 Bilder aus und 2 Sekunden pro Bild. Und sie muss jetzt relativ schnell entscheiden, ist es ein rechter Rücken, ein linker Rücken, der ihr gezeigt wird, und das passiert aus verschiedenen Perspektiven. In diesen Entscheidungsprozess ist der Thalamus extrem eingebunden und entsprechend kann sich das sehr positiv auf ein Rückenschmerzthema auswirken. Ja, entsprechend gebe ich ihr jetzt mein Handy und sie geht das Ganze einmal schnell durch. Ja, und sie muss jetzt quasi immer schnell entscheiden innerhalb von 2 Sekunden, alles klar, ist es eher nach rechts oder nach links ausgerichtet, ja, oder sehe ich in rechte oder linke Hälfte. Und in der Regel ist es so, am Ende werden mir der Score angezeigt, wie viel ich richtig habe. Meistens ist die Seite, auf der Schmerzen auftreten, auch im Rahmen der Entscheidung schlechter. Ja, und wenn ich jetzt das quasi als Übung wähle, das kann ich im Rahmen eines Trainings- oder Therapiekonzepts mit reinschmeißen, ja, zwischendurch gehe ich entsprechend die App durch, kann das eine sehr coole Station sein, wenn sie danach sagt, alles klar, mein Schmerz ist geringer, ich bin beweglicher und so weiter und so fort. Alles klar. Ja, hier sehen wir auch, auf einer Seite ist das Ganze schlechter als auf der anderen. Ist häufig der Fall. Wir wollen letztendlich eigentlich 100% richtige Entscheidungen auf beiden Seiten. Ja, das ist wichtig, und wenn wir jetzt auf einer Seite nur 50 haben, dann ist es auffällig, dann ist es meistens, wie gesagt, schon erklärt, der Bereich, in dem Schmerzen häufig auftreten. Für uns Physiotherapeuten bedeutet das, dass wir das alles ja eigentlich aus Ausbildung und Alltag in unserer Praxis kennen. Wir kennen die Neuromechanik, wir kennen entsprechend die Rezeptoren, wir wissen auch entsprechend, dass für uns in ganz unterschiedlichen Techniken einzusetzen, und nichtsdestotrotz sieht der klassische Alltag eines Physiotherapeuten doch anders aus, dass wir häufig in Hands-on-Techniken, in Palpationen, in direkter Behandlung uns wiederfinden und vielleicht seltener entsprechend zum einen sowieso den Weg in Richtung des Trainings wählen und zum anderen vielleicht eben seltener direkt auch unterschiedliche Rezeptoren unmittelbar bedienen und testen, was können sie uns eben auch für einen Erfolg bringen, oder eben nur rein neurogene Techniken oder neurodynamische Techniken machen, wenn wir es im Kontext zu einer Problematik sehen. Und dieser, ich würde sagen, auch visionäre Ansatz, dieses auch eben moderne Thema der Neuroathletik entsprechend in die Physiotherapie, in die alltägliche Physiotherapie mit einzusetzen, ist sicherlich etwas, wo man Stärken finden kann und diese Systeme auch sehr gut miteinander verbinden kann. Uns ist es im Rahmen dieser Reihe unglaublich wichtig, dass wir aufzeigen, dass es keine konkurrierenden Systeme sind, sondern Systeme, die sich sehr, sehr gut ergänzen. Ja, hier ist ganz, ganz wichtig, wir haben sensorisch gearbeitet, wir haben neuromechanisch gearbeitet, ja, wir haben an höheren Instanzen teilweise gearbeitet. Alles Werkzeuge, die dazu dienen sollen, ein Problem zu lösen. Ja, und da wir letztendlich alle immer am Nervensystem arbeiten, nur verschiedene Zugänge haben, war es im Rahmen dieses Videos uns ein Anliegen, wirklich auch verschiedene Zugänge zu diesem Thema aufzuzeigen. Weitere Infos zu dem Thema findet ihr hier in den anderen Videos verlinkt. Ja, schaut es euch gerne an und lasst uns gerne ein Like da. Alles Gute und auf bald.